Moment, ich habe mir doch eine Anleitung. Okay, erstmal lesen. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres künstlichen Vulkans Vulcanus V8. Yay! Zur Einstellung des richtigen Drucks. Oh Gott. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung. Puh. Wer liest denn schon eine Bedienungsanleitung? No. Anscheinend nicht du. Großer roter Knopf. Ich denke mal, die Ventile sind noch nicht richtig eingestellt, aber wir gehen trotzdem mal dran. Dass sich der Prigel jetzt mal drum kümmert. So, dann drück mal. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Okay, dann müssen wir erstmal die Ventile richtig einstellen und gucken, wie wir das machen. Kann ich hier eigentlich nochmal einen Fels? Ich hab mich so an Indiana Jones. So. Nee. Ich hab... Okay, ich lasse sie erstmal draußen. Ich... Ich habe die Ventile jetzt haben. Okay. Hier? Kann ich das hier drehen? Ja, anscheinend. So, ah. Dann wollen wir mal ein bisschen Druck erzeugen. Okay. Leeres Ventil hier ein bisschen. Nein, ich habe... Okay, nochmal das hier. So. Okay, das hier. Auch falsch. Das hier. So, dann wollen wir... Dann mache ich mal wieder das hier rein. Das ist mir statistisch. Ja. Hier vielleicht? Und noch mehr Dampf. Ja, sehr gut. Geht doch. Das vielleicht jetzt? Also erst das hier, dann das hier. Nein! Schade. Okay, dann hier wieder rein. Nee, nicht. Briegel. Ich muss darüber. Mann, lass. Muss erstmal nach drüben gehen. Hier die Wolf rein. Mhm. Dann einmal hier. So. Dann einmal hier. Und noch geht doch. Und dann hier. 58,976% Druckkompensierung. Yay. okay. Ventil. Na komm, jetzt kriegen wir hin. Nein. Ich habe die Ventile in der Fa- Nein. Geht das vielleicht doch hier? Probier das mal. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge, ne? Das, geh mal hier hin. Oder muss ich wieder eins abdrehen oder so? Ach man, das wäre übel. Mal so, hier. Dann wollen wir mal. So, kann ich vielleicht das jetzt hier drehen? Das hatten wir davor hier. Keine Ahnung, ob es irgendwas bringt. Nee, ist auch falsch. Okay. Dann war das soweit schon mal richtig. Dann drehe ich das hier. Machen wir gerade mal. So. Okay. Dann hier. Und noch mehr geht. So. 58. Ja. So, können wir das hier wieder abdrehen? Ventilrad entfernen, genau, das will ich. Nein, hier. Dann machen wir das. Nein. Hier hin. Einmal wieder dran. Und drehen. Ja! Gleich haben wir Volldampf. Und das hier noch. Oh, Moment. Okay. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder zu schnell geklickt. Ich bin so aufgeregt. Okay, das letzte Ventil. Das dürfte jetzt funktionieren, hoffentlich. Ja! So, Bandy, der Dampf ist maximal pneumatisch kompensiert. Jetzt fehlt nur noch das Tüpfelchen auf den I. Okay. Mir spart Übles. Dann drück mal. Regel kommt auch noch her. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Komm, Bandy, es geht los. Das willst du nicht verpassen. Es ist ein kleiner Knopfdruck für ein komprimiertes Kastenbrot, aber ein großer Bums für einen künstlichen Vulkan. Ach, was rede ich da? Egal. Yay! Oh Gott. Okay, festhalten! Oh. Das hat Spaß gemacht. Nein. Eigenartig, dass wir trotz Corioliskraft wieder hier gelandet sind. Na, egal. Hauptsache, wir haben die Jack-Statue gerettet. Oh Gott, was habt ihr gemacht? Den Fall gelöst? Ihr habt die Jack-Statue zerstört.
Die langolische Delegation kann jeden Augenblick kommen. Ich glaube, ich gerate in Panik. In Ordnung. Machen Sie ruhig. Wir gehen nach Hause. Nein, Berndi. Wir müssen Budimčić helfen. Vielleicht können wir ein passendes Surrogat für den Kopf materialisieren. Ach, Mist. Aber zuerst solltet ihr die Überreste eurer schändlichen Tate wegräumen. Bernd, krastiger Koloss, vielleicht hat der Bevollmächtigte der Staatsgewalt recht. Herr Wachtmeister Budimčić, beruhigen Sie sich doch. Ich? Mich beruhigen? Ich flippe aus! Manchmal sollte man sich einfach weniger um die Mitmenschen kümmern, sondern einfach die Klappe halten. Da stimme ich dir zu. So, Mann, der könnte sich mal glücklich schätzen, dass wir überhaupt... War der vorhin nicht noch ohnmächtig? So. Kopf der Statue. So, nehmen wir mal mit. Sieht doch fast wie neu aus. Kleinteile stecke ich ein, bevor die langolische Delegation kommt. Das fällt nicht auf. Ja, Kopfbruchstücke. Können wir wohl schlechter drauf machen. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? So, haben wir irgendwie Klebeband. Klebeband hilft immer. So. So. Hallo? Dann halt eben nicht. Schade. Es hätte so schön sein können. Statue wieder da. Bernd zu Hause. Spiel aus. Das wäre doch schade Vielleicht gewesen. Vielleicht konstruieren wir unsere Existenz, aber auch durch unsere unbewussten Wünsche selbst. Das würde bedeuten, dass ich meine Realität mit einer Jagdstatue, der Kopf fehlt, selber konstruiert hätte. Weil ich es so wollte. Ein ziemlich abwegiger Gedanke. Wer weiß, kastriger Koloss. Es hätte... Okay, wie können wir jetzt... Berndmobil. Unser Brotmobil. Immer noch kaputt. Kaum zu glauben. Laterne. Das ist eine Ex-Laterne. Mhm. Eine Laterne. Ja, hier. Boah, der Garten... Berndi, du hast noch was zu erledigen. Oh. Berndi. Na, super. Kann ich hier... Das funktioniert. Okay, können wir nochmal mit dem reden? Irgendwie sieht es so aus, als hätte nicht die Jagdstatue den Kopf verloren, sondern Wachtmeister Budimčić. Fangen wir mal. Räumt auf. Okay. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Sirup? Das hast du nicht. Mhm. Was haben wir noch alles dabei? Auslassen tun sie uns jetzt nicht. Wegweiser. Mhm. Wegweiser. Baum. Baum. Okay. Glücksmünze. Hallo? Mhm. Das funkt. Mhm. Das hast du nicht. Hallo? Hey, ja, wie hast du... Ich bin du? Ach so. Was? So, mit denen können wir jetzt auch nicht reden. Zeichen. Wie kriegen wir jetzt das mit der Jagdstatue wieder hin? Berndi. Ja. Hm. Das funktioniert. Vielleicht, so? Das hast... Mhm. Hallo? Das... Mhm. Ich will immer das Trothörn einsetzen. Ich finde das super, das Ding. Grundsufu und Schaufel. Hier ein bisschen Kaugummi ist hier auch noch. Das ist das Leuchtdings vom verrückten Busch. Okay. Das funkt. Multifunktionswerkzeug. Hallo? Schade. Wie kriegen wir das Ding jetzt wieder ganz... Sockel. Das Schild sagt, Bronzeplastik erkältetes Jack mit Skatkarten des langolischen Jack-Bildhauers und Halbtagspräsidenten Chingis Göhm. Eine freundliche Schenkung der Partnerstadt Ulan-Graboink. Schön. Dann können wir jetzt hier... Klebeband habe ich... Wie kriege ich denn das jetzt hier das zusammen? Hä? Ach ja, Korn. Das Horn sieht noch ganz intakt aus. Vielleicht kann ich damit was machen. Ah. Das stecke ich mal ein. Darf ich da mal reinpusten? Das ist kein Instrument, Schaf. Nur einmal tröten. Bitte, bitte, bitte. Ich versuch's anders. Rosa. Oh, ich mag Rosa so gerne. Nicht? Geht doch. Da dürfen wir nicht hin, der Baum. Ich gucke noch mal kurz. Hier... Okay, wir haben ein Horn. Das hast du. Hallo? Das.
Können wir mit dem Horn. Das heißt Sirup. Hallo? Chronophon, Klebeband, Sirup. Ich habe nur. Achso. So. Hallo? Kann ich nicht? Das funktioniert. Mhm. Das hast du nicht. Hallo? Okay, also mit der Zeitschrift können wir anscheinend auch nichts mehr. Das kann ich mit dem Jakorn machen. Jakorn der zerbrochenen Statue. Das funktioniert. Jakorn können wir nicht. Hallo? Hallo? Das. Ich probiere nochmal rum. So. Hallo? Nee. Das, Klebeband geht hier hallo? Auch nicht. Das können wir jetzt weiter? Ah, okay. Weil ich das Horn übersehen hatte. Irgendetwas riecht hier nach frischer Farbe. Wahrscheinlich hat sich der elende Pantomime gerade neu angepinselt. Ja, frisch bepinselt. Fehlt nur noch das Achtung frisch gestrichen Schild. Aber wir, fast schon freiwillig, einen elenden Pantomimen an. Schnell weiter und einen Ort für die Reste der Jack-Statue finden. Okay. Ah. Er läuft direkt weiter. Immer noch genauso hübsch hier wie vorher. Nämlich gar nicht. War der Globus nicht. Irgendwer hat die Kugel auf Atlas Schultern gehievt. Wollte ich eben sagen. Was haben wir hier? Mülleimer? Mülleimer. Mhm. Beim letzten Mal habe ich noch was ausgebuddelt. Vielleicht kann ich jetzt was an den Sandkasten zurückgeben. Und das wäre... Sirup? Das hast du nicht. Was soll ich denn an den zurückgeben? Hallo? Buddeln will er ja nicht. Ach. Das funktioniert so nicht. Ja. Dann lauf halt erstmal hin. Okay, Statue? Hoffentlich konnte sich Atlas wenigstens ein bisschen ausruhen. Ich weiß ja nicht. Sie steht schon wieder verkehrt. Aber diesmal stelle ich sie nicht wieder richtig. Nest. Das Elsternest. Da müssen unermessliche Schätze drin versteckt sein. Aber wie kriege ich es vom Baum runter? Wie kriege ich das vom Baum runter? Das funktioniert. Mhm. Das hast irgendwie... So... Ah. Schön. Yay. Schade. Ich dachte, da wären unermessliche Schätze drin versteckt. Dann... Könnte mir vielleicht als Grundlage für meine Verkleidung dienen. Nehmen wir es mal mit. Wenn ich jetzt philosophisch wäre... Okay. Können wir nicht mitnehmen? Ah, doch. Das Leben... Nee. Nest? Ja. So. Kann ich... Hallo? Mach ich denn jetzt mit dem Nest? Wofür haben wir das gekriegt? Hätten können wir immer noch nicht hin. Ach, Drache. Drachen. Da ist er ja wieder. Irgendwann kommen sie alle zurück. Irgendwann kommen sie immer zurück. Mülleimer, Statue. Apropos Ruhe. Die hätte ich auch gerne. Ruhe vor klickwütigen Spielern vor allem. Entschuldigung. Kann ich ja nichts für. Schaukel. Diese Schaukel ist schon ob... Ja, mit den Unterhosen. Wir kennen's ja. Kinderschaukel. Ach, da wird doch jedem schlecht drauf. Ich finde die cool. Was machen wir denn jetzt mit dem Nest? Das funktioniert. Mhm. Das hast du nicht. Können wir echt nicht... Vielleicht sollte ich erstmal die sterblichen Überreste der Statue loswerden. Ach, der will die hier eingraben. Das Horn behalten wir, ne? Hallo? Ja, okay. Weil das Horn ist ja hier noch... Ich habe gedacht, wir können das irgendwie reparieren. Dann halt eben nicht. Kann ich hier ein bisschen schaufeln? So. Schnief. Ich kannte ihn kaum. Aber er war immer ein guter Freund. nee. Eigentlich nicht. So, damit vergraben wir den Herrn mal. Kriegt schon keiner mit. Bis dein Kind, ne,